So, ihr Lieben, hallo und herzlich willkommen zu einem außerplanmäßigen Tutorial-Video zu den Einstellungen in ARK, wenn man Singleplayer spielen möchte, aus aktuellem Anlass. Ich wollte euch sowieso bei den How-To's mal meine Einstellungen zeigen, mit denen ich spiele. Und das machen wir jetzt einfach mal. So, das ist unser Startbildschirm. Klar, ne? Den kennen wir ja alle. Winter Wonderland ist ja im Moment dran, deswegen sieht das halt heute weihnachtlich aus. Wir gehen auf lokales Spiel. So. Wir wollen im Singleplayer, im lokalen Spiel spielen. Hier oben habt ihr die Kartenauswahl. Ich habe natürlich einiges hier, weil ich habe einmal The Ark. Das ist die ganz normale Island Map, die jeder kennt. Dann habe ich hier Scorched Earth, das kann ich auswählen. Das ist die Wüstenwelt, die wir ja auch mittlerweile kennen. Dann gibt es The Center, das ist mittlerweile ja auch diese offizielle Map. Die kann ich hier einstellen. Und dann habe ich hier noch benutzerdefinierte Einstellungen. Einmal Valhalla, da haben wir ja auch ziemlich lange gespielt. Und The Volcano, wo wir im Moment unser Winterwunderland am Start haben. So, was gibt's hier noch? Hier haben wir Mods. Das ist die Modliste. Das ist meine Modliste. Das sind alle Mods, die ich über den Workshop runtergeladen habe. Das geht, indem man hier sagt, zeige Workshop. Dann habe ich hier die Mods, die hier runtergeladen sind. Hier drunter wird meistens so eine kleine Anzeige gestartet, wie viel ich gerade runterlade oder was ich gerade runterlade, was der macht. Und wenn es hier in der Modliste ist, dann kann ich sagen, hier, ich möchte Akushima bitte laden in the Volcano. Will ich aber nicht. Aber ich habe es jetzt rübergebracht mit den Pfeilen und jetzt kann ich hier auch sagen, Akushima bitte nicht laden, wenn ich the Volcano spiele. So, ich will aber gar nicht, ich möchte hier die Ark, weil da haben wir unser Tutorial angefangen. So. Ja, das sind die ganzen Mods. Das sind die Mods, die geladen werden, wenn ich jetzt die Ark starte. Ne? So. Dann haben wir hier Schwierigkeitsgrad 1.0. Den habe ich hier am höchsten eingestellt über den Schieberegler. Und dann können wir hier so diverse Sachen auswählen. Da gibt es diese ganzen Chat-Attribute, die ich im Moment nicht brauche. Das hier, Flugsaurier-Transport PvE, auf jeden Fall anklicken. Ist, glaube ich, auch standardmäßig ausgewählt. Dass man mit dem Argentavis-Spieler greifen, Tiere greifen, kleinere Viecher greifen kann. Ne? Dann Gebäudeverfall aus, weil PvE, ich will ja bauen in meinem Solo-Spiel. Da will ich keinen Gebäudeverfall und ständig irgendwas reparieren müssen. Hardcore-Modus habe ich aus, PvE-Modus habe ich an, Fadenkreuz brauche ich, weil sonst treffe ich nichts, habe ich angestellt. Hard ausblenden, das sind diese Beschriftungen über diesen Dinosauriern, die habe ich nicht ausgeblendet, sondern ich will die sehen. Kann man aber auch ausstellen. Zeige Position auf Karte, Häkchen rein. Wenn ich die Map aufmache mit der M-Taste, dann sehe ich mit so einem kleinen Pin, wo ich bin auf der Karte. Kann man auch ausschalten. Ich habe es an, weil ich verlaufe mich sowieso immer. Gamma aktivieren, PvP habe ich auch einen Haken drin. Dann Entfernung zum Spielleiter ist eigentlich unwichtig. So, Max-Strukturen in Reichweite. Ich möchte viele, 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 viele Strukturen. Ich möchte auch viele sehen. Also habe ich das mal einfach so auf 8000 gesetzt. Geschwindigkeit, Tagzyklus 1. Der soll auf ganz normalem Tagzykluslänge, der Tag soll 1 lang sein, so wie es immer ist. Tagphasengeschwindigkeit auf 0,5, Nachtphasengeschwindigkeit auf 1,8. Also 0,5 bedeutet, ich habe die Tage verlängert, denn das ist ein Multiplikator. Wenn ich hier 2 eintragen würde, dann wäre der Tag doppelt so schnell vorbei. Wenn ich die 1 aber halbiere, dann dauert er doppelt so lang. Nachtphasengeschwindigkeit habe ich entsprechend auf 1,8, damit die Nacht schneller vorbeigeht. Okay? So, Dino-Schaden 1,15, weiß ich nicht, warum ich das gemacht habe, ich habe es einfach mal gemacht und seitdem ist es da drin. Spielerschaden auf 1, Strukturschaden auf 1, Spielerresistenz, damit ich ein bisschen mehr aushalte, auf 1,15. Dino-Widerstandskraft auf 1, Strukturwiderstand auf 1, EP-Multiplikator. So, jetzt wird es interessant, das EP-Multiplikator-Tool hier habe ich auf 10 Stellen. Das ist auch ein Multiplikator, also mal 10. Zu dem normalen, was es gibt. EP, das sind die Punkte. Dadurch levelt man schneller. Zähmgeschwindigkeit. Hier, ich bin alleine unterwegs. Man könnte es auf 10 setzen. Ich habe es auf 20. Andere stellen es auf 25. Ausprobieren. Eins ist normal. Eins ist, dauert ewig. Ist für Serverspiele, wenn man mit vielen zusammenspielt, auch okay. Wobei ich das immer noch viel zu langsam finde. Das nervt einfach nur. Also im Solo nicht zu empfehlen, das auf 1 zu lassen, stellt es hoch. Ich habe es auf 20 stehen, das heißt, ein Dino ist ratzfatz schnell fertig gezähmt.
So, Erntemultiplikator auf 5 habe ich auch hochgedreht, eigentlich 1. Ich kriege 5-mal so viel, als man im normalen farmt. Wenn ich einen Stein aufhebe, dann sind das direkt, oh, ich glaube, 20 oder 30 Steine mit einmal aufheben. Spielerwasserverbrauch 0,5 und Nahrungsverbrauch 0,5, weil es mich genervt hat, dass ich ständig zur Wasserstelle rennen musste und essen musste. Ich habe es eben Multiplikator, wenn ich es auf 0,5 stelle, dann verbrauche ich weniger als Spieler. Beim Dino war es mir eigentlich egal. Ausdauerverbrauch weniger, also auf 0,5 gestellt, damit meine Ausdauer nicht direkt leer ist. Dino-Ausdauerverbrauch habe ich auf dem Standard gelassen. Regeneration auf 1. Dino-Gesundheitsregeneration auch auf 1 habe ich alles gelassen. Erntequalität auf 1 gelassen. Verfallszeit PVE habe ich auch auf 1 gelassen. Nachwuchsperiode Ressourcen auf 0,6. So. Das sind meine Einstellungen, mit denen ich immer spiele, wenn ich im Solo unterwegs bin. Und das, finde ich, ist auch gut spielbar. Also es ist nicht nervig, es ist angenehm. Man kommt voran, man braucht nicht 1000 Leute, um einen Dino zu zähmen. Also man kann durchaus arg im Singleplayer spielen. Wie ihr auch in meinen ganzen Playlists seht, ich spiele hauptsächlich alleine und das funktioniert. Kann man machen, aber bitte hier guckt, dass ihr den EP-Multiplikator, die Zähmgeschwindigkeit und den Erntemultiplikator hochstellt, euch die Tage vielleicht noch anpasst und dann ist alles gut. Okay? Ja, dann werde ich jetzt mal die Ark laden, unser Tutorial, und werde da mal einen Dino zähmen. Das wollte ich euch eh mal zeigen und dann sehen wir uns gleich wieder. Und da bin ich auch schon wieder. Jetzt geht es hier mal weiter in dem Tutorial How to. Ich weiß gar nicht mehr genau, wo wir stehen geblieben sind. Das ist jetzt schon eine ganze Weile her, seit ich hier war. Ja, also ich kann mich dünkel daran erinnern, dass wir hier ein Lagerfeuer angemacht haben. Ganz genau. Wir hatten Fleisch gebraten. Richtig. Stackable sind immer 30 Stück. So viel haben wir hier nicht. So, nochmal leveln. Und dann machen wir hier mal das Feuer aus. So. Alles klar. Wir wollten einen Dinosaurier zähmen. Wie funktioniert das? Gute Frage. Erstmal sollten wir zusehen, dass wir uns mal eine Hose anschaffen, weil die gibt wenigstens ein bisschen Rüstung, ein bisschen Schutz, wenn auch nur wenig. Wir haben unsere Axt-Schnellwahltaste auf die 1 gedrückt und schon haben wir sie in der Hand und dann geht's hier los. Jetzt werden wir erstmal ein bisschen noch farmen. Wir brauchen auch noch ein bisschen Stroh, wir brauchen ein paar Steine und wir brauchen Leder. So, Leder kriegen wir natürlich jetzt nicht ohne weiteres. Wie ihr euch bestimmt schon gedacht habt, brauchen wir dafür ein Vieh, was wir töten können. Jetzt sind wir auch schon wieder beladen. Aber wir haben gelevelt, also leveln wir mal hier ein bisschen Gewicht. So. Dann packen wir das Ding weg, gehen zurück zu unserem Feuer und sammeln derweil nochmal mit der E-Taste ein bisschen was an Fasern ein. Schön spammen, dann kriegt ihr ja auch alles Mögliche mit. Und überladen sind wir sowieso. Wir könnten ja eigentlich mal wieder was wegschmeißen. Nein, können wir nicht. Aber wir können mal was essen. Schnellwahltaste 0 einfach gedrückt halten und ihr rutscht da die ganzen Bärchen weg. Zack, alle gegessen. Die Achter auch einmal alle essen. Die wiegen immer viel. Also wenn ihr überladen seid, dann guckt immer mal, wie viel Holz habt ihr an Bord und wie viel Bären. Vor allen Dingen Bären. So, jetzt schmeißen wir hier das Holz mal rein. Das kann uns das mal aufbewahren hier, das Feuer. Weil wir haben ja noch keine Kiste und kein Nix. Hose, schauen wir mal, ob wir die auch schon bauen können. Eine Hose. Doppelklick geht auch. Und dann müsst ihr das eigentlich auch direkt anziehen, oder? Ach nein, das ist nur in Survival of the Fittest. Wenn ich hier Doppelklick mache, zieht es an. Sie zieht es dann an. So, Mütze Doppelklick, Schuhe Doppelklick, das auch. Das heißt, ein bisschen Leder hatten wir eh schon. Das haben wir jetzt alles für Klamotten ausgegeben. Mütze an, Schuhe an. Und ein paar Handschuhe dazu. Prima, okay. Noch ein bisschen Gewicht wäre nicht schlecht. So, und jetzt müssen wir hier, genau, Zwille haben wir schon gelernt. Die brauchen wir auf jeden Fall. Können Narkosemittel lernen. Mörser und Stößel können wir lernen. Das sind so die wichtigsten Sachen, die man immer lernen sollte. Und Bett haben wir gelernt. Okay, das ist sowieso wichtig. Eine Bola, das ist eine gute Idee.
Das können wir sowieso noch nicht brauchen, weil wir nicht an Kristall rankommen hier in der Ecke. Und Pfeil und Bogen gibt es leider auch erst später. Also müssen wir jetzt erstmal uns mit der Bola und mit der Zwille über Wasser halten. Ach so, haben wir eigentlich schon einen Trinkschlauch gebaut? Nein, haben wir auch noch nicht. Moment mal. Kann ich den bauen? Herstellbares? Hier. Brauchen wir noch 4 Leder. Okay, also den Speer auspacken. Wir suchen einen Dino, den wir töten können. Und zwar bitte einen, der uns nicht angreift. Das ist jetzt ein bisschen schwierig. Ihr wisst wahrscheinlich noch gar nicht, welche Dinos jetzt gefährlich sind und welche nicht. Im Zweifelsfall nehmt euch ein Dodo. Hier diese Entenviecher. Die tun nichts, die rennen nur weg. Oh, 76 großes Level. Das dauert ein bisschen länger, bis wir den getötet haben, aber tut uns nichts. So. Na, komm schon. Fall um. Fall um. So, haben wir. So, auch hier gilt wieder, mit der Axt gibt es mehr Leder. Mit der Spitzhacke gibt es mehr Fleisch. Wir brauchen Leder. Sehr schön. Gut, haben wir. Jetzt brauchen wir erstmal hier diesen hier, damit wir immer was zu trinken dabei haben. Auch wenn euch die Bärchen Wasser abgeben, also ihr könnt euch damit auch ganz gut über Wasser halten, euren Wasserhaushalt in Schach halten. Ein Trinkbeutel ist natürlich besser. Später gibt es auch noch ein Glas oder eine Kantine, das ist so eine Feldflasche. Wie füllt man den? Erstmal legen wir den auf die Null, haben wir schon. Gut, so. Dann stellen wir uns jetzt in das Wasser, genauso als wenn wir mit der E-Taste jetzt trinken wollen würden, drücken wir jetzt einfach auf die Null. Däh, dann füllt er sich auf. Da unten seht ihr einen kleinen blauen Balken unter dem Trinkbeutel, da seht ihr, der ist voll. Er wird jetzt Wasser verlieren nach und nach. Also der ist halt immer ein bisschen undicht. Ist ja nur Leder, ne? Also von daher schon mal ganz realistisch gemacht. So, jetzt brauchen wir noch eine Zwille. Die da, die braucht Fasern und Holz. Fasern ist das kleinste Problem. Da müssen wir nur mal wieder über ein paar Büsche laufen und ein bisschen Fasern einsammeln. So. Ich glaube, wir brauchen aber noch einen, sonst ist es zu wenig. Und am besten bauen wir 2 Zwillen sowieso, weil die nutzt sich ab. Und wenn wir dann nachher mitten im Kampf sind mit einem Dino und können uns keine neue Zwille bauen, weil die zerbrochen ist und wir haben kein Material oder nicht genug Material dabei, dann sehen wir ziemlich alt aus. So. Okay. Holz hatten wir im Feuer. Das hatten wir hier gebunkert. Wenn ich jetzt die Pfeil nach oben Taste drücke und dann linke Maustaste gleichzeitig und das darüber ziehe, dann habe ich den Stapel halbiert. So. Dann habe ich nur 49 genommen. Wenn ich das jetzt hier genauso mache, nochmal halbiere mit der Pfeil nach oben Taste Shift, ne? Und das daneben ablege, halbiere ich den Stapel auch. So. Brauchen wir aber nicht. Wir brauchen das in einem Stapel. Zwille. Einmal, zweimal, 2 Stück brauchen wir. So zur Sicherheit, ne? Steine haben wir eine ganze Menge. 119, das ist ganz großartig. Man kann pro Zwille ungefähr 50 Steine schmeißen, schießen, dann zerbricht die, dann ist die kaputt. So, die lassen wir fallen. Pfeil da drüber halten, hier von der Maus, ne, drüber halten und die O-Taste drücken, dann lasst es fallen. So, das brauchen wir auch nicht. O-Taste drücken, fallen lassen, das braucht man nicht, kommt alles später. O-Taste drücken, weg ist es. So, ansonsten das, wir bewaffnen uns jetzt. Einmal, zweimal. Ihr seht, hier sind schon die 119 Steine drin. Das nimmt er automatisch. Ansonsten, wenn ihr später einen Bogen habt und wollt bestimmte Pfeile einladen, dann nehmt ihr das und zieht das da drüber, was da drin sein soll. Dann funktioniert das auch. So, wir brauchen ein bisschen mehr Gewicht, damit wir die Steine auch durch die Gegend schleppen können. Gut, und jetzt suchen wir unser Opfer. Die Zwille auf der 5 Schnellwahltaste. So, haben wir in der Hand. Und jetzt gucken wir mal, was können wir denn hier. Oh, was können wir zähmen? Wir bräuchten eine Bola. Wir haben noch keine Bola. Mit einer Bola fesselt man Viecher. Einen Moment, ich muss mich muten. Ich habe immer noch Husten, das gibt's nicht. So. Bola. Sehr praktisch. Sehr, sehr praktisch. Damit können wir Viecher fesseln. Zack. Nicht alle, aber ein paar. Jetzt nehmen wir hier die Bola und hauen den um. Müssen wir uns ein bisschen beeilen. Okay, alles klar. Da liege ich da schon. Hab das gesehen. Ist auch nur ein Level 8, deswegen ging es so schnell.
guckt euch das Vieh an. Jetzt könnt ihr mit E, E hold to remove Bola brauchen wir nicht. Wir müssen hier einmal E drücken, um in das Inventar von dem Pteranodon reinzugucken. So heißt das Flugvieh nämlich. Nämlich, und der frisst Fleisch. So, wenn wir den zähmen wollen, müssen wir dafür sorgen, dass wir genügend Fleisch haben. Sobald hier bei meinen Einstellungen die Nahrung um 50 Punkte gefallen ist, frisst der einmal. Pro einmal fressen wird der gezähmt, das seht ihr gleich. Am liebsten mag der Fleisch. Er frisst auch gekochtes Fleisch. Das ist das, was sich im Inventar ein bisschen länger hält. Aber das, der Zähmfortschritt, der ist dann etwas geringer. Und am allerliebsten ist der Prime Meat. Das ist ganz besonderes Fleisch. Das kriegt man meistens von irgendwelchen gefährlichen Viechern, die einen auffressen können. Sprich T-Rex oder ich glaube vom Stego gibt es das auch. Auf jeden Fall gefährliche Viecher. Und das sieht aus wie so ein Eisbein. Also hier so ein Knochen, ein Oberschenkel, genau, so ein Knochending mit Fleisch dran. Also ihr merkt das sofort, wenn ihr eins habt. Ich habe keins. Also muss das jetzt reichen, wenn ich hier das normale nehme. So, jetzt seht ihr hier zwei Balken. Einmal bewusstlos und lege zum Zähmen Nahrung ins Inventar. Darunter ist der andere Balken. Das ist der Zähmfortschritt. Der ist natürlich null, weil das Vieh hat noch nichts gefressen. Durchs Fressen kriegt der Zähmfortschritt. Wir bestechen das Vieh einfach, ne? Also Liebe geht durch den Magen, frei nach dem Motto. Wenn die lila Anzeige, diese Bewusstlos-Anzeige weg ist, dann wacht er wieder auf, ne? Also, und ihr seht, das fällt ziemlich rasant. Wir sollten dem mal langsam was zu futtern geben. So. Jetzt bin ich gespannt. Friss mal was. Müssen wir den weiter narkotisieren, denn wenn das aufgehört hat, wacht er auf und dann haben wir den Salat. Dann fliegt das Vieh hier doof durch die Gegend rum. Und wir haben nichts davon. Na? Iss mal was. Ich kann E drücken oder F-Taste. Dann komme ich in dieses Inventar. So, rechte Seite seht ihr Gesundheit von dem Vieh. Oh, einmal fressen, fertig. Gut, okay, prima. Fertig. er hat 3 Stück gefressen. 11 waren es, 3 hat er gefressen. Jetzt konnte ich euch den Zähmfortschritt gar nicht zeigen. Aber gut, ich zeige euch jetzt mal die Stats von dem Vieh. Die Werte. Der hat eine Gesundheit von 336, was nicht besonders viel ist. Das ist ein richtiger Pappevogel. Ein Haps und der ist weg. Ausdauer hat er 300, ist auch viel zu wenig. Sauerstoff interessiert jetzt erstmal nicht. Nahrung, das ist das, was der an Nahrung braucht, was er haben soll, um voll satt zu sein. Gewicht, er kann 150 Kilo tragen. Nahkampfschaden ist gar nicht mal so übel mit 134,2 für einen Pteranodon. Bewegungsgeschwindigkeit, deshalb kommt er direkt mit 135% daher. Nicht mit 100% für einen normalen Pteranodon, sondern er ist direkt um 35% schneller. So, und dann Benommenheit, ja, das war dann ganz schnell aufgebraucht, da ist er aufgewacht. Aber wenn der fertig gezähmt ist, dann wacht er sowieso auf, egal wie hoch die Benommenheit war. So, und da ein Pteranodon ohne Ausdauer nichts taugt, geben wir dem direkt mal Ausdauer. Habt ihr gesehen, leveln wie bei euch, verteilt die Punkte auf das Vieh. Nur kriegt er dann keine Engram-Punkte, die ihr ausgeben könnt. Ja, und Sattel? Ja, ist noch nicht, ne? Sattel haben wir keinen. Den müssten wir jetzt bauen, damit wir fliegen könnten. So sieht's aus. Welches Level hat er jetzt? Der hat jetzt Level 14. Also, der hatte Level 8, als wir den... Nee, der hat Level 12. Ich bin Level 14. Der hatte Level 8, als wir ihn betäubt haben. Dann haben wir ihn gezähmt und dann bekommt er Level drauf, wenn der Zähmvorgang zu Ende ist. Und das hängt dann davon ab, wie gut ihr den gezähmt habt. Hätte ich dem jetzt nur ein Prime Meat gegeben und hätte ich ihn möglichst wenig verletzt, dann, was natürlich durch Narkosepfeile besser geht als hier mit einer Steinschleuder, bekommt er mehr Level dazu. Gut, jetzt müssen wir mal gucken gerade, was braucht denn der für einen Sattel? Engrim-Punkte, ich möchte mal gerade suchen hier. Ich suche jetzt was Bestimmtes und zwar einen Pteranodon-Sattel. Bitte. Der ist, bitte, das ist der Pteranodon-Sattel. Dafür brauche ich Level 35 und das habe ich noch lange nicht. Schade.
Können wir also noch nicht erlernen. Was habe ich denn? Level 14, ja, habe ich ja eben gesagt. Jetzt haben wir einen Pteranodon. Der kann uns nicht beschützen, weil der ist viel zu schwach. Ne? Und fliegen können wir den auch noch nicht, wenn wir noch keinen Sattel bauen können. So, jetzt ist der automatisch, steht hier in grün, folgt Zinnewittchen Level 14, Distanz Mittel. Also nach dem Zähnen ist das Vieh automatisch auf Folgen gestellt. Der folgt mir, egal wohin ich gehe, der fliegt dann los und immer hinter mir her. Um das abzustellen, drücke ich jetzt die E-Taste und halte sie gedrückt. Und dann sehen wir hier ganz viele Sachen, was wir mit dem Vieh anfangen können. Dich erschrecken ist gar nicht so schwierig. Also, zum Reiten Sattel ausrüsten geht nicht, habe ich schon festgestellt. Inventar öffnen, das war das, wo wir eben waren. Name ändern, da können wir dem einen anderen Namen geben. Wir können ihn freilassen. Dann sitzt er hier rum und ist Dino-Futter für jedermann. Der wehrt sich nicht, der verhält sich dann nicht wie ein wilder Vogel wieder. Befehl folgen, deaktivieren, das wollten wir jetzt machen, damit er mir nicht mehr folgt. Und dann gibt es hier Aggressionslevel, das ist was ganz Feines. Dann gibt es noch deaktivieren, aufsammeln von Opfergegenständen, das ist, wenn wir ein Viehzeug töten mit ihm, dann frisst er das nicht auf. Sondern wir hacken das mit der Spitzhacke oder mit der Axt auseinander. Da kriegt man meistens mehr Ressourcen. Zielentfernung, das ist neu. Das ist jetzt auch ein bisschen zu viel. Man kann das Ding kastrieren, das Viech. Dann kann man nicht mehr züchten. Man kann Gruppen erstellen. Aber hier, das ist erstmal interessant hier. Und zwar kann man die Aggression sofort auf aggressiv setzen. Dann greift er jedes Viehzeug an, was hier irgendwie in der Nähe ist und einigermaßen gefährlich ist. Hier kann ich wechseln zu neutral. Wenn die Aggression auf neutral steht, dann greift der nur Viecher an, die mich angreifen oder ihn angreifen. Vorher nicht. Wenn ich den zu passiv wechsle, dann greift der gar nichts an. Der bleibt einfach hier und tut so, als wenn nichts wäre, selbst wenn ich neben dem sterben würde. Wenn ich kreischen würde und abnippeln, das würde den nicht interessieren. So. Und dann kann ich zu dein Ziel angreifen. Wenn ich jetzt irgendwas angreife, dann greift der Vogel auch an. Und wieder zu neutral zurück. Das ist eigentlich im Moment am sichersten. Gut, man kann das auch über die Tastatur pfeifen. Das ist dann so ganz profimäßig. Ich zeige euch das mal kurz hier. Escape-Optionen. Ich habe die Pfeifbefehle nämlich anders. Und zwar fangen die hier in diesen Regionen, Tastenbelegung, fangen die immer mit Befehl an. Pfiff hier. Pfiff, alle bewegen zu, pfiff, alle aggressiv. Das ist bei mir dann dieses hier, dieses Zeichen. Befehl, alle mir folgen. Also folge mir oder alle, die ich gezähmt habe, folgen mir. Alle stehen bleiben ist bei mir Ö. Die Standardtasten sind anders. Könnt ihr euch merken, könnt es machen wie ich. Ich habe so kleine Winz-Post-its da drauf geklebt und da steht dann drauf, was ist, damit ich die Tasten nicht verwechsel. Befehl, folge mir, Befehl, bleib stehen. Das ist sowas wie Stopp, hör auf, mir zu folgen, ne? Und dann kann man pfeifen. Wenn ich jetzt dem pfeife, folgen. Ich habe gepfiffen und da folgt er mir. Und wenn ich sage, alle stehen bleiben, stopp. Tja, dann macht er gar nichts mehr, ne? Dann bleibt er, wo er ist. So einfach. Ist noch ein Dodo. Den können wir übrigens auch zähmen. Den brauchen wir auch nicht fesseln. Weil so schnell ist er nicht. Level 12. Hätte ich ja eben den eigentlich zähmen sollen. Wütbock. Jetzt ist er bewusstlos. Der arme Kerl. Oder das arme Mädchen. Weiß gar nicht, ob Männlein oder Weiblein. Hallo, bleib. So. F-Taste drücken, bin ich sofort drin. Oder auch E-Taste. Und dann legen wir dem hier Mayo-Berries rein. Das sind diese hier. Die mag der am liebsten. Und schon wieder fertig. Den Fortschritt kann ich euch gar nicht zeigen. Ich habe das viel zu hoch eingestellt. Das ist ein Dödel. So. Der folgt mir wieder automatisch. Wenn ich jetzt laufe, dann folgt er mir. Dann rennt er mir hinterher. Kommst du mit? Wenn der euch nicht mehr sieht, dann findet der euch nicht mehr. Dann bleibt er stehen. Und dann ist er Kanonenfutter für jedes andere Vieh. Komm. Mitkommen, Dödel. So, hier kommen wir zu dem Fertigchen. Okay, und stopp. Stehen bleiben.
Sodele, nee, also das wichtigste Vieh, was man sich am Anfang zähmen sollte, ist jetzt nicht das Zeug, was ich da stehen habe, sondern ein Triceratops. Das wäre erstmal wichtig. Das ist ein ganz wichtiges Tier, gerade am Anfang. Das kann euch beschützen. Selbst wenn ihr dafür noch keinen... Kompi. Selbst wenn ihr dafür noch keinen Sattel habt, der ist nicht schlecht, um euch zu beschützen. Wenn dann mal ein Raptor kommt oder sowas, dann braucht ihr nämlich nicht wegrennen, sondern habt dann euer Tracky. Und der macht es dann für euch. Wenn man denn mal eins finden würde, vor Lachen, wäre nicht schlecht. Tracky? Tracky? Kein Tracky? Oh, die Stelle kommt mir sehr bekannt vor. Hier war ich doch bei dem Extinction-Event bei Mr. Helm vom Server. Schildi, Schildkröte. Das war eins meiner ersten Viecher, das ich gezähmt habe. Die Schildkröte damals. Und dann habe ich festgestellt, die ist vielleicht stark, aber die ist verdammt lahm. Und die hält viel aus, ja. Okay. Ein Tracky sehe ich nicht. Gibt keins. Gut, aber so viel schon mal zu dem Grundprinzip vom Zähmen. Es gibt dann die Aktivzähmer und die Passivzähmer. Das heißt, entweder ihr haut sie um, knockt sie aus. Hier ist übrigens ein, hier, das Vieh tut euch gar nichts. Ein Parasaurus, ein guter Lastenträger, relativ flink. Sattel ist schnell zu lernen, aber Beschützer ist er nicht. Nicht wirklich, der kann nicht gut austeilen. Oh, da ist Krokodil. Böse, aua. Der ist mit der Schildkröte beschäftigt. Da hinten ist ein kleiner Dilo. Immer vorsichtig bei den Viechern da. Diese kleinen, die spucken. Ja, die spucken. Die können euch auch gut töten. Keine Sorge. Das sprach's. Jetzt kann ich nämlich nicht mehr davonlaufen. Oh, das ist Level 96. Das ist übel. Das ist ganz übel. Sehr übel, sehr, sehr übel. Level 96, das schafft ihr nicht. Lauft ein paar Haken. Zum Glück sind die Viecher relativ langsam. also Vorsicht mit den Dilos. Wenn ihr davon so 5-6 Stück gezähmt haben solltet, dann ist das auch gut als Beschützer. Gar nicht so verkehrt am Anfang. Okay, er hat unsere Spur verloren. Das ist gut. Okay, also, Grundprinzip von Zähmen habt ihr jetzt soweit, habe ich euch soweit erklärt. Wovor rennst du jetzt wieder weg? Haltet eure Umgebung im Auge. Also wenn da so ein Vieh wegläuft, sowas wie ein Parasaurus, immer gucken, warum läuft der weg? Dann gibt es noch Passivzähmer, da steht dann dran, wenn ihr da dran rantretet. Wenn ihr da rantretet, dann ist da ein kleiner grauer Schriftzug. Dann sollt ihr den füttern. Das heißt, ihr legt euch Bärchen auf den Slot 0, geht an den dran, drückt die E-Taste, um zu füttern. Und dann funktioniert das auch. Dann wird er auch gezähmt. Das war übrigens ein großer Dodo, ne? Hab ich hier die Prime-Dodos an, weil das hier sind die normalen Dodos. Die sind kleiner. Dodos kann man übrigens auch tragen. Nun ja, okay, also, so viel dazu. Ich renne jetzt mal gerade zurück. Ich muss mal gerade gucken, wo ich gesiedelt habe. Ich habe mich verlaufen. Ich habe mich schon wieder verlaufen. Das ist hier wieder typisch. Typisch. Ah, Moment, ich bin ja hier durch, ne? Bin ich hier durch? Ich glaube, ich bin hier durch. Und dann waren wir da hinten am Strand irgendwo zwischen den Steinen. Mal gucken. War das hier? Oder auch nicht. Nee, das war doch nicht hier. Da bin ich ja nicht dran vorbei. Da ist wieder so ein Drecksdilo, aufpassen. Ja, also Orientierung ist alles. Merkt euch am besten, wo ihr wart. Im Gegensatz zu mir. Ja. Okay, das war's dann für heute. Mit diesem kleinen How-To, mit den Einstellungen und mit den Sachen, die wir hier machen können. Mit Dinos zähmen, wie es geht. Wie gesagt, wenn man alleine spielt, dann sollte man sich wirklich die Zähmreiter etwas höher setzen. Weil sonst dauert das mit dem Zähmen zu lange. Bei so kleinen Leveln geht es eh schneller. Wenn ihr größere Tiere dann habt, dann dauert das etwas länger. Und wenn ihr dann die Zähmreiter auf 20 stehen habt, wird es angenehm. Also, das war es soweit von mir zu diesem Tutorial und wir sehen uns bald wieder. Also macht's mal gut. Ciao, ciao.